Naja. Sie blinken hier vorne. Mhm. Okay. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, endlich Renteneinheit. Sie beklagen, es wird immer beklagt, dass wir uns als Linke immer wieder dieses Thema annehmen. Und ich frage jetzt mal in die Runde, wenn wir es nicht getan hätten, wer hätte es hier glaubwürdig das Thema vorgebracht? Das tun wir seit 25 Jahren, ansonsten wäre es tatsächlich totgeschwiegen worden. Und Ich bin erst seit Neuestem die Ostkoordinatorin der Linksfraktion. Ich war damals 91 nicht in Bonn dabei, da war ich 11 Jahre alt. Und ich werde auch die Arbeit meiner Vorgängerinnen unermüdlich fortsetzen. Und wir werden vehement weiter für die Anerkennung der Lebensleistung Ost streiten. Und dazu gehört zuvorderst eine angemessene Alterssicherung. Mit dem Antrag, den wir heute neu vorgelegt haben, knüpfen wir an den Koalitionsbeschluss vom November vorangegangenen Jahres an. Und da muss ich Sie erst mal beglückwünschen, dass Sie in der Sache Angleichung Rentenwerte Ost an West was schriftlich fixiert haben. Links wirkt. Wir verbuchen das als Teil unseres permanenten parlamentarischen Drucks. Aber es ist natürlich auch ein Erfolg für die jahrelangen Proteste der Vereine. Aber wir sind nicht zufrieden. Denn die bis zu 2025 verzögerte völlige Angleichung des Rentenwertes sehen wir erneut als Wortbruch an. Und die sukzessive Abschaffung der Umrechnung der niedrigeren Einkommen im Osten ist für uns eine nicht hinnehmbare Benachteiligung der Beschäftigten im Osten. Und Ministerin Nahles, sie ist heute leider nicht da, wir haben auch an die Niedriglöhner in der Eifel gedacht. Nehmen Sie sich unseres Antrages an. Ihr Vorschlag, sozusagen die Ostrenten schrittweise bis 2025 anzugleichen, ich habe es gerade gesagt, wir fordern gleiche Rechte für gleiche Lebensleistung. Und da fordern wir, einen steuerfinanzierten, stufenweisen steigenden Zuschlag einzuführen, mit dem der Rentenwert bis zum 1. Juli 2018 angehoben wird. Das bringt der Standardrentnerin 80 Euro mehr. Und weil die Gehälter und Löhne der Vollzeitbeschäftigten im Osten tatsächlich 23% immer noch unter Westniveau sind oder in den westdeutschen Bundesländern liegen, brauchen wir auch immer noch weiterhin die Umrechnung noch so lange, bis die Löhne und Gehälter im Osten nur annähernd an das Westniveau anreichen. Für die ungelösten Probleme der Rentenüberleitung, insbesondere für die Berufsgruppen, was die Berufsgruppen betreffen, haben wir heute als Linksfraktion kein komplexes Paket vorgelegt. Also die Eisenbahner, Hebammen, Tänzerinnen, Krankenschwestern oder eben halt auch die zu DDR-Zeit Geschiedenen beziehungsweise auch Familienangehörige, die ihre Berufstätigkeit unterbrochen haben, um zu pflegen. Aber wir haben heute zwei Anträge vorgelegt, wo wir den Bergläufen der DDR-Braunkohleveredelung als auch den Ostkrankenschwestern helfen können, wenn Sie den beiden Anträgen zustimmen können. Denn es macht betroffen, dass noch in den 90er Jahren 1000 Kumpel sozusagen hier ihre Beschwerde eingereicht haben und heutzutage sind es nur noch 383, die aktiv bzw. durch die hohen gesundheitlichen Belastungen der Tätigkeit überhaupt noch am Leben sind und dafür streiten. An den anderen Standorten der Braunkohleveredelung sieht es nicht anders aus, so wie ich es gerade beschrieben habe, für diejenigen von Borna Espenhain. Und nun werfen uns die Kolleginnen der SPD vor, wir würden mit unseren Anträgen vor allen Dingen Hoffnung schüren aus parteitaktischen Gründen. Und was sagen Sie, verehrte Kollegin, dass gerade zum Jahresstart 2017 Ihre Landesministerin Petra Köpping den Betroffenen versprochen hat, mit dem Anliegen nach Berlin zu gehen zu wollen, mit allem Nachdruck und aller Herzenswärme? Ich sage, da scheint doch wohl ein echtes Problem zu geben. Ja. Die DDR hatte wenig Ressourcen, deswegen wurde die Braunkohle abgebaut und auch veredelt, auf Teufel komm raus, wie es offiziell hieß. Aber in Kenntnis der schweren Arbeitsbedingungen wurden sie eben halt in der DDR-Verordnung den Kumpel unter Tage gleichgestellt. Und ich meine, hier wird gerade bezweifelt, dass unsere Forderungen auch dem Bundesrecht umsetzbar sind. Beispielsweise, was die Abschaffung des Abschlages für den Rentenbeginn ab dem 16. Lebensjahr betrifft. Die meisten Betroffenen haben in den vergangenen Jahren diesen berühmten Rentenbeginn in Anspruch genommen, wegen ihres Gesundheitszustandes mit Rentenverlusten. Und wir können das SGB VI
und zwar den vorhandenen Paragraphen 238, wenn mich nicht alles täuscht, dafür tatsächlich nutzen, für eine Rente ab dem 60. Lebensjahr für langjährig unter Tage beschäftigten Bergleute nutzen und dort sie den Bergleuten der DDR-Braunkohleveredelung gleichzusetzen. Das gibt es, und das ist auch diese Gleichstellung kennt auch das Bundesrecht in Paragraph 134. Das ist politischer Wille, und wenn wir den hätten, könnten wir das hier auch ganz schnell umsetzen. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung vom Kollegen Dr. Rosemann? Ich möchte gerne meine Ausführung weiterführen. Danke. Gut. Ja, kann ja nachher noch reden. Ich fange ja gerade erst an. Bei den Ostkrankenschwestern ist es tatsächlich komplizierter. Sie hatten für die Rente einen Steigerungsfaktor von 1,5%, was das Bundesrecht so nicht kennt. Aber Sie heute damit abzuspeisen, dass die Ostumrechnung der Osteinkünfte oder die Höherwertung, wie Sie sie immer fälschlicherweise nennen, ein Akt wäre, der diese spezielle Lebensleistung anerkennt, ist blanker Hohn. Mein Appell für Sie heute ist, stimmen Sie mit Ihrem Namen bei den Bergleuten der DDR-Braunkohleveredelung und bei den Ostkrankenschwestern unseren Anträgen zu. Lassen Sie uns endlich hier vom Bundestag heraus tatsächlich ein Stück weit mehr Gerechtigkeit schaffen, nämlich genau das, was Sie auch in Ihrem Bericht, in dem Bericht der Bundesregierung zum Stand der deutschen Einheit, nämlich mit beklagt haben und sich selber mit auf die Fahnen geschrieben haben und als Plan aufgesetzt haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Susanna Karamanski. Nächste Rednerin, Jana Schimke für die CDU-CSU-Fraktion.